Moin, schau nicht weg. Mit diesem Spruch wirbt eine Organisation Menschen an, die sie unterstützen sollen, um Kindern in Not beizustehen. Schau nicht weg. Diesen Satz möchte ich heute aufgreifen und auch Sie und euch einladen, nicht wegzuschauen. Gott selber hat nicht weggeschaut. Er hat das Elend von uns Menschen gesehen, die Not, den Müll, den Ballast. Ja, er ist sogar auf einer Müllhalde gestorben. Gott schaut nicht weg. Er sieht das Elend der Menschen und stellt sich in die Wirklichkeit hinein. Dann hören wir im Evangelium, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, ihn hingegeben hat für uns, damit wir gerettet werden und letztlich im Tode nicht untergehen. Schau nicht weg. Gott hat nicht weggeschaut. Aber er lädt auch uns ein, nicht wegzuschauen, sondern ihm am Kreuz anzublicken, weil dort seine Liebe zu uns Menschen sichtbar wird. Der heilige Pfarrer von Ars hat einmal in einer Kirche einen Mann beobachtet, der lange Zeit dort saß und betete. An einem gewissen Punkt ist er hingegangen zu ihm und hat ihn gefragt, du sag mal, wie sprichst du eigentlich mit Gott? Was sagst du ihm? Der Mann hat geantwortet, ich schaue ihn an und er schaut mich an. Vielleicht können wir in den nächsten Tagen ja auch einmal die Gelegenheit nutzen, bewusst uns vor ein Kreuz zu setzen oder zu stellen, um ihn anzuschauen. Um uns daran zu erinnern, wie groß seine Liebe zu uns Menschen ist. Und die spannende Frage ist ja, können wir seinen Blick standhalten? Er schaut nicht weg. Schauen auch wir nicht weg. Schau nicht weg, sondern erinnere dich an die große Liebe Gottes zu uns Menschen. Dann können wir auch gut auf Ostern zugehen. In diesem Sinne Ihnen allen einen gesegneten Sonntag. Passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gesund. Ihr Pastor Christoph Winkeler.